Wunderschönen guten Tag. Wir wollten heute nochmal über die Arbeit in der Shell sprechen, weil wir haben da einiges gesehen. Und ja, es bleiben da noch ein paar Dinge. Und zwar haben wir zum einen die Arbeit mit den Prozessen. Das wollen wir nochmal aufrollen, weil wir haben über Prozesse gesprochen. Wir haben in der Theorie zu Betriebssystemen über Prozesse gesprochen und was das sind, gell, und welche Eigenschaften und welche Zustände. Gell. Und wir wollen hier zu diesen Prozessen heute auch sehen, dass es ein paar Dinge in der Shell gibt. Gell. Also etwas haben wir schon gesehen, gell, und etwas wollen wir noch sehen. Gell. Also Instrumente zu den Prozessen. Und da haben wir gesehen, also es gibt also Dinge, um einfach mal Prozesse zu sehen, aufzulisten, gell? Und da werden wir auch hineinschauen, gell? Wir haben hier zum Beispiel dieses Top, gell, als interaktives Instrument, das uns die Möglichkeit gibt, immer wieder aktualisiert zu sehen, was die Prozesse jetzt gerade machen, und die am meisten Stress verursachen, die werden ganz oben angezeigt. Gell? Gell? Oder wir haben dieses PS, gell? Also PS dann ein nicht interaktives Instrument. Wir rufen es einmal auf, gell? Wir bekommen die Prozesse, die jetzt in der Shell gerade laufen, gell? Oder wir geben ein paar Optionen dazu, gell? Also A, U, X, und wir bekommen dann alle, gell, mit einem Extended-Format und mit dem Benutzer dann noch dazu, gell? Also jetzt das mal untersuchen, wie viele sind das, was läuft denn da, gell? Also es ist schade, dass wir nicht in der Schule am Server sind, da war das noch viel lustiger als zu Hause dann auf unserem PC, gell? PS3 haben wir auch schon gesehen, gell? Also, ja, der Informatiker liebt PS3 mehr als den Weihnachtsbaum, gell? Also das ist dann der Baum der Prozesse, gell? Okay, ja, schön. Bitte, gell, wenn wir fragen, welcher Prozess, welche Prozesse die ein Name hat, gell, also schauen wir mal, gibt es da Firefox, gell, und, oh, da gibt es mehrere Prozesse, die zum Firefox gehören, gell, also ich habe einen Firefox laufen und der hat eine ganze Reihe von Prozessen dann mitgebracht, gell, so. Das soweit, und jetzt kommen wir zu der Jobverwaltung. Gell? Also Jobverwaltung, wir haben einmal Jobs, gell? Und das sagt mir, welche Jobs in der aktuell laufenden Shell gerade laufen. So, und ich sehe keine Jobs hier. Gell? Puh. Keine Jobs, wo sind die Jobs denn? Gell? Da müsste ich dir etwas laufen lassen. Gell? Und das könnt ihr jetzt aufrufen, gell? Also ihr könnt jetzt sagen, da GEDI zum Beispiel, gell? Jetzt habe ich in der Shell einen Job laufen, gell? Und jo, die Shell, die ist jetzt blockiert durch den GEDI, durch den GNOME-Editor, gell? So, aber was könnte ich jetzt machen, gell? Ich könnte nochmal Jobs aufrufen. Oh, jetzt ist er ja wieder weg. Was könnte ich machen? Ich könnte den Job in den Hintergrund versetzen mit einem Ampersand hinterher, gell? Achso, nicht den Jobs, den GEDIT. Jetzt habe ich den Job selber in den Hintergrund laufen lassen. Und wenn ich nochmal Jobs aufrufe, dann sage ich, ah, der ist fertig, den hast du verpasst, gell? Nee, aber der GEDIT, der ist lustiger. Weil der ist da, gell? Okay. So. Und wenn ich jetzt Jobs aufrufe, dann sagt er nicht, der ist fertig wie vorher, sondern der läuft, gell? Und der hat eine Nummer, Number One ist der, gell? Okay. Und ja, jetzt kann ich einen anderen aufrufen, geben, irgendein anderes Programm, das ich hier starten kann, gell? Was könnte das sein? Irgendwie das Interaktives wieder, gell? Etwas, was ich dann mit einer GUI habe und das mir erhalten bleibt, gell? Schauen wir mal so. Also das ist jetzt LibreOffice, gell?
So, und wenn ich jetzt Jobs mache, gell, dann laufen beide, gell, Nummer 1, gell, das ist dann G-Edit, Nummer 2, das ist LibreOffice, gell. Ja, das sind die Jobs. Und zu den Jobs, da gibt es ein paar Dinge. Da gibt es FG für Foreground, BG für Background, gell. Aufruf mit Ampersand haben wir gesehen. Und es gibt Ctrl-Z, einen Prozess mal kurz anzuhalten, gell. Und das wollen wir ausprobieren, gell. Und dann haben wir die Möglichkeit, den Prozessen Signale zu schicken, gell. Und ja, das probiert es mal aus. Wir wollen das dann besprechen, notiert es dann auch im Heft, gell? Und dann wollen wir schauen, was dabei herauskommt, gell? Was das ist, gell? Und was das eben kann, gell? Okay, ja, gute Arbeit dabei.